Ich grüße euch, sehr geehrte Zuschauer. Ich bin Eugen Minz, praktiziere seit ungefähr 10 Jahren Yoga und unterrichte mindestens 8 Jahre, habe auch viele, viele Jahre Kampfsport unterrichtet. Heute möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr richtig zu Hause Yoga praktiziert. In letzter Zeit sind wir ja gezwungen, öfters zu Hause zu bleiben, dürfen nicht mehr die Studios besuchen. Die meisten Yoga-Studios, beziehungsweise ich denke, alle Yoga-Studios in Deutschland sind zurzeit zu und man ist dann auch gezwungen, aufs Internet-Yoga umzusteigen, Online-Yoga-Kurse zu besuchen, Yoga-Videos anzuschauen. Okay, und hier kommen meine Tipps, wie ihr zu Hause alles richtig machen könnt. Als erstes natürlich der Platz. Ihr braucht ein Zimmer, einen Raum in eurer Wohnung oder in eurem Haus, das eigentlich sehr groß ist, dass ihr ein sehr großes Luftvolumen dort habt. Also ein kleines, stickiges Zimmer, versteht sich, eignet sich nicht so gut für die Yoga-Praktiken. Ihr braucht Platz nach links und nach rechts, nach vorne und zurück. Und mindestens auf dem Boden sind es 2 Quadratmeter, ist von mir so ausgerechnet, braucht man Platz, so ein beziehungsweise etwas mehr sogar als 2 Quadratmeter, also 2 mal 2, 4 Quadratmeter ungefähr, bräuchtet ihr Platz. Ihr braucht viel Platz nach oben, also so ein Dachgeschosszimmer wird sich natürlich nicht immer und nicht so gut eignen. Sucht euch dann eine Stelle, wenn ihr ein Dachgeschosszimmer habt, wo ihr mehr oder weniger dann gut auch nach oben die Arme ausstrecken könnt. Natürlich muss das Zimmer gut durchgelüftet sein. Sorgt aber vorher für eine gute Durchlüftung und macht im Idealfall die Fenster dann zu, weil wenn ihr während der Yoga-Praxis zu schwitzen beginnt und irgendwie dann ein Luftzug kommt, das spürt man wenig, wenn man aufgeheizt ist, aber im Nachhinein kann man spüren, dass man sich eine Erkältung eingefangen hat, beziehungsweise ist es schlecht, sich durch einen Luftzug die aufgewärmten Muskeln zu unterkühlen. Also passt bitte auch darauf auf. Also es muss frisch und gut gelüftet sein. Aber es darf kein Luftzug im Raum vorhanden sein. Das Licht ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ich werde hin und wieder darauf aufmerksam gemacht. Ich soll also auf meinen Videos das Licht, also links und rechts hatte ich ja Rahmen, ich soll sie eher dunkel halten, weil das entspannt das Auge. Im Grunde genommen sind viele meiner Yoga-Videos eher zu dunkel als zu hell. Ich denke, das ist zum einen auch vom Vorteil, weil es das Auge nicht überreizt. Es sind ja künstliche Bildschirme, künstliches Licht und für das normale gesunde Menschenauge ist es dementsprechend nicht so gut, wenn man zu viel am Tag und zu lang in den Bildschirm hineinschaut. Ob ihr dann ein PC oder Smartphone verwendet, das ist euch überlassen. Manche, denke ich, kommen auch mit einem Smartphone gut zurecht und können damit gut praktizieren. Manche wiederum benutzen einen Flachbildfernseher, also trainieren mit mir auf einem sehr, sehr großen Bildschirm. Die Yogamatte ist auch wichtig. Speziell was Yogamatten betrifft, habe ich bereits ein Video aufgezeichnet vor kurzem. Das stelle ich euch in die Videobeschreibung mit rein, worauf es auf ankommt bei der Wahl einer richtigen Yogamatte. Die Kleidung sollte natürlich auch passend sein. Also früher haben die Yogis ja auch nur in ja, sozusagen Unterhosen praktiziert oder sich irgendwie nur ein Tuch umgebunden. Das muss natürlich heute nicht sein. Ihr dürft aber, wenn ihr zu Hause seid, eine ganz, ganz lockere Kleidung anziehen, ganz bewegliche Kleidung anziehen. Und ich würde auf alle Fälle auf natürliche ja, Rohstoffe, was die Kleidung angeht, setzen. Baumwolle, andere Naturfasern, zum Beispiel Leinen, damit es dem Körper gut geht. Sobald ihr beginnt, elastische, beziehungsweise nicht elastische, sondern künstliche Kleidung zu tragen, irgendwelche Elastomere, wenn das dabei sind, Polymere, die auf Erdölbasis sind, da habe ich auch also vor ein paar Jahren ein Video aufgenommen, dass es auch nicht so günstig ist. Das sind alles Ölprodukte und Öl, das ist eine ja, Mineralie, was tief aus der Erde gewonnen wird. Das ist nicht so günstig für die Haut, für die elektrische Ladung des Körpers und der Haut. Also sind diese Kleidungen nicht gut, obwohl sie schön bunt und modisch aussehen. Also lieber auf Naturfasern, auf Naturstoffe zurückgreifen. Also es gibt auch genug gute T-Shirts und Hosen aus reiner Baumwolle.
Was die Familienmitglieder betrifft, das ist auch natürlich sehr, sehr wichtig, dass ihr einigermaßen eure Ruhe habt. Viele sagen ja, ich habe jetzt Kinder, ich kann nicht praktizieren, weil Kinder da sind und mich stören. Die Videos, die wir euch anbieten, dürft ihr natürlich kostenlos und so oft, wie ihr möchtet, ansehen. Vor allem Leute, die jetzt meine Livestreams direkt abonniert haben, da habe ich eine spezielle Gruppe dafür, Yogaschule Minz Online. Da gibt es zusätzlich zu den Livestreams die Links zu den Videos. Falls man mal ein Video versäumt hat, darf man das Video im Nachhinein anschauen, beziehungsweise immer wieder anschauen, nach vorne und zurückspulen, so wie ihr es haben wollt. Und wenn ihr Kinder habt, die euch an den Abendstunden vielleicht stören würden, dürfte ja das Video bzw. die Trainingseinheit in den Morgenstunden nachmachen oder am gleichen Abend noch etwas später genauso durchführen. Also wer meine WhatsApp-Gruppe nutzt, ich setze den Link kurz vor dem Livestream in die Gruppe. Wenn ihr die Stunde verpasst habt, also wenn die Stunde vorbei ist, wird das Video bereitgestellt auf der YouTube-Plattform und ihr dürft mit demselben Link das Video immer und wieder anschauen. Was Haustiere angeht, ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe während meiner Yogalehrerausbildung gehört, dass Haustiere ganz aus diesem Raum, aus dem Zimmer heraus bleiben dürfen, wenn ihr Yoga praktiziert, weil die Tiere oft die Praktik und die Praxis stören. Speziell Katzen, die sind ja sehr spürbar, die haben ein sehr gutes Feingefühl dazu. Und wenn ihr beginnt, an eurer Energie zu arbeiten, die Energien umzuwandeln, spüren das die Tiere sehr wohl und gehen speziell näher an euch heran, stören, lenken euch ab, um auch etwas von dieser Energie zu bekommen. Das nutzt aber euch nicht so viel und nutzt den Tieren auch nicht so viel. Also da müsst ihr auch so viel Disziplin an den Tag legen und die Tiere möglicherweise bei einem anderen Familienmitglied, bei dem Partner, bei den Kindern oder bei den Eltern für diese Zeit, wenn sie mit euch in der gleichen Wohnung, im gleichen Haus leben, dass bitte jemand anders dann auf die Katze oder auf den Hund aufpasst, damit ihr nicht gestört werdet. Natürlich ist es auch wichtig, wie man trinkt und wann man trinkt, während der Stunden zu Hause. Man hat ja daheim den Zugang zu allen möglichen Getränken und zu jeder Zeit, trinkt aber nicht so viel, vor allem vor der Stunde. Während der Stunde dürft ihr immer wieder ein paar Schlücke nehmen, aber trinkt nicht so viel, weil zu viel Wasser im Magen wird dann auch die Training stören und schränkt irgendwo auch eure Beweglichkeit ein. Wenn es euch nicht so gut geht an dem Tag und ihr vielleicht Kopfschmerzen habt oder irgendwie euch schwer fühlt, dass der Körper sich schwer anfühlt, vor allem bei Kopfschmerzen rate ich folgendermaßen vorzugehen. Ihr wisst, wann die Stunde beginnt. Ich gebe ihr das Programm rechtzeitig Bescheid, Anfang der Woche, und ihr könnt dann jeden Tag sehen, wann der Unterricht und wann der Livestream beginnt. Bei Kopfschmerzen rate ich euch, 15 Minuten vorher anzufangen, selbstständig Entspannungsübungen durchzuführen, ganz leichte Atemübungen durchzuführen. Die Shavasana, also die Tiefenentspannung, die wir zum Schluss machen, dürft ihr auch 10, 15 Minuten bereits vor der Stunde machen, damit ihr die Kopfschmerzen lindert. Meiner Erfahrung nach kann es sein, dass Kopfschmerzen dadurch auch weggehen, wenn ihr tatsächlich eine volle Yogastunde mitmacht und durchmacht. Oft entstehen Kopfschmerzen einfach aus Verspannungen im Rückenbereich und im Nackenbereich. Das stört die Blutzirkulation Richtung Gehirn und da wird auch im Kopf entstehen dann bestimmte Verspannungen und führen zu Kopfschmerzen. Also Yoga kann tatsächlich Kopfschmerzen lösen und befreien, geht aber vorsichtig mit eurem Körper um, mit euch, wenn ihr, wie gesagt, einen nicht so guten Tag habt. Wenn dann dementsprechend bei euch alles in Ordnung ist, ihr euch gut fühlt, dürft ihr sehr intensiv auch mitmachen. Auch wenn es eine Anfängerstunde ist und ihr bereits mehr Erfahrung habt, dürft ihr eigene Elemente mit einbauen, die ihr kennt, weil ich als Yogalehrer bin irgendwo verantwortlich für den Durchschnitt der Gruppe und muss dementsprechend nicht so schwer die Aufgaben stellen und die Übungen also vorbereiten und zeigen, sondern es ist das Niveau entsprechend der ausgeschriebenen Stunde da. Also wenn Level 1 dabei steht, wird auch Level 1 gehalten. Wenn Level 2 dabei steht, ist es natürlich ein bisschen intensiver und ein bisschen schwieriger. Was das Duschen angeht, da gibt es auch ein paar Empfehlungen auch von den Yogis der Vergangenheit.
Und aus der jetzigen Erfahrung, die wir haben, natürlich, es ist nicht gut, nach der Arbeit ungeduscht sich auf die Yogamatte zu stellen. Das ist zum einen unhygienisch, zum anderen beginnt man dann noch mehr vielleicht zu stinken oder zu schwitzen. Dementsprechend sollte man sich vorher schon kurz duschen und rein und sauber auf die Yogamatte draufgehen. Das ist ganz klar und verständlich, denke ich, für alle. Was das Duschen nach dem Yoga angeht, heißt es, sollte man 30 bis 40 Minuten warten. Zum einen hat es den Hintergrund, weil in vielen altertümlichen Yogaschriften steht, dass der Schweiß, der ausgesondert wird bei den Yoga-Praktiken, einfach vom Körper absorbiert wird und alle guten Stoffe und Elemente nimmt der Körper mit auf, sodass der Körper nicht so schnell auslaugt durch ständige und regelmäßige Yoga-Praxis. Was natürlich Schmutz und Unreinheiten sind, nimmt der Körper nicht wieder auf, nimmt er nicht zurück, sondern es wird dann nach 30 bis 40 Minuten runtergewaschen. Und am anderen habe ich auch eine Theorie, was ein bisschen mehr Richtung Esoterik geht, auch sehr oft gehört. Während der Yoga-Praxis baut man eine bestimmte Energie auch auf, man konvertiert die Energie und das Wasser ist ja ein Element bzw. Stoff, was sehr gut Informationen speichern kann, so ein informationelles Speichermedium. Und wenn ihr euch abduscht oder ein volles Bad nimmt, wäscht ihr dann zum Teil diese Energie von euch wieder herunter. Wartet wirklich 30, 40 Minuten, bis die Energie in euch dringen kann, bis der Körper sie aufnimmt, akkumuliert, bis die Energie irgendwie auch zum Arbeiten beginnt und der Transformationsprozess sich in Gang setzt. Und dann dürft ihr natürlich duschen, euch frisch machen und wenn das am Abend ist, dann ausgeruht, entspannt und ins Bett gehen. Ich trinke vor den Yogastunden meistens einen Tee. Meistens ist es Ivan-Chai, den wir auch in der Yogaschule verkaufen. Der macht aktiv, allerdings trinke ich auch nicht so viel davon, um halt nicht überreizt, also um diesen pushenden Effekt nicht so viel aufzubauen. Danach sind natürlich entspannende, Kräutertee ist gut, ein bisschen Honig wäre gut, aber auch nach dem Training bitte nicht so viel essen, weil, wie gesagt, man hat schon durch diesen Energieanstieg das Bedürfnis, vielleicht irgendwo nach etwas Süßem zu greifen oder etwas zu naschen oder etwas noch vor dem Schlafengehen in den Körper zu verfrachten, sozusagen. Das sollte nicht sein, auch wenn ihr ein leichtes Hungergefühl habt noch nach der Stunde. Trinkt bitte lieber ohne etwas zu essen, um das Hungergefühl ein bisschen zu besänftigen und dann am besten auch zur Nachtruhe übergehen und in der Früh könnt ihr dann ganz normal wenn es sein muss, auch ein bisschen mehr frühstücken. Gut, ansonsten, wer jetzt nicht in meinen Gruppen ist, wer nicht mitmacht bei unserem Yogaschule Minz Online-Programm, dürft ihr euch gerne anmelden. Entweder ihr schreibt mir eine E-Mail an info@yogaschule-minz.de oder ihr schreibt mir eine Nachricht einfach eine WhatsApp auf meine Handynummer 0160 7731 272. Die ganzen Informationen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, warum ich auf Livestreams so setze und ihr diese Hintergründe auch verstehen müsst, es hat auch einen Sinn bzw. eine bestimmte Wirkung, wenn der Yogalehrer in Echtzeit mit euch praktiziert. Also wenn wir jetzt angenommen auch 10 Leute sind oder 15 Leute sind, die gleichzeitig praktizieren, bauen wir natürlich eine bestimmte Gruppendynamik auf. Das heißt, die Energie der ganzen, aller Praktizierenden, die sammelt sich irgendwo und ihr habt dadurch ein ganz, ganz anderes, ein viel besseres Ergebnis. So ähnlich, als würdet ihr tatsächlich ins Yoga-Studio gehen und gemeinsam in einer großen Gruppe zu praktizieren. Dort passieren dann folgende Sachverhalte, dass die Leute, die so ein bisschen noch die Anfänger sind, die ein bisschen noch Unterstützung brauchen, bekommen tatsächlich diese energetische Unterstützung und die Leute, die schon fortgeschritten sind, die ein sehr starkes Energieniveau haben, die können oder dürfen auch die Schwächeren mitziehen. Das ist auch ein sehr gutes Training für alle und es ist auch so ein Miteinandersein und gegenseitige Unterstützung, was im Yoga auch sehr, sehr wichtig ist, was vor allem auch in den letzten Tagen und Wochen auch sehr, sehr wichtig ist. Genau, das ist eben der Hintergrund. Wenn ihr ein Yoga-Video anschaut und der Yoga-Lehrer ist vielleicht irgendwo und schläft gerade, weil er sich ausruhen muss oder ist irgendwo beim Einkaufen oder ist aus anderem Hintergrund, irgendwie hat
gerade eine schlechte Energie oder in so einen schlechten Zustand, tauscht ihr natürlich, indem ihr euch auf den Yoga-Lehrer konzentriert, auch diese nicht so ganz positive Energie mit ihm aus. Deshalb müsst ihr auch berücksichtigen und wissen, mit wem ihr zusammen praktiziert, wenn es Yoga-Videos sind von Yoga-Lehrern, die ihr nicht kennt, irgendwo im Internet. Das Internet ist ja gerade voll davon und es wird immer mehr und es gibt immer mehr, auch Online-Angebote. Ihr müsst ungefähr wissen, welche Lebensweise der Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin führt, was sie ungefähr in ihrer Freizeit machen. Und dementsprechend ja, könnt ihr dann mit ihm praktizieren oder entscheidet euch dann für jemand anders. Das sind die Hintergründe. Das war's heute von mir. Ich denke, diese Regeln bzw. Tipps von mir waren hilfreich für euch. Ich wünsche euch allen eine effektive und intensive Yoga-Praxis. Schaltet ein und wir sehen uns bei einem meiner Livestreams oder anderer Veranstaltungen. Vielen Dank. Ich bin Eugen Minz aus Deggendorf.